Mach heute Abend mal was mit einer Kochbanane. Das habe ich noch nie gemacht. Das Rezept ist frei erfunden. Ich habe grüne Paprika in Streifen geschnitten. Die Basis ist Olivenöl. Jetzt kommt noch rote Paprika dazu, auch in Streifen geschnitten. Dann habe ich noch Zwiebeln, Knoblauch und einen Maiskolben. Und am Ende, glaube ich, kommt noch so eine Tomate mit dazu, damit es etwas sämiger wird. Mittlerweile ist alles im Topf. Die Kochbananen, der Mais, die Paprika, die Zwiebel. Ich lasse es jetzt ein bisschen schmoren mit Olivenöl, Chili ist drin, Pfeffer und Salz. Hier ist die Tomate schon gehackt, die kommt noch rein und der Knoblauch am Schluss und ich hoffe, dass es lecker schmeckt. Die Zutaten sind alle drin in der Pfanne. Das schmort jetzt insgesamt vielleicht so eine Viertelstunde, braucht noch 5 Minuten, denke ich. Ich habe es gerade mal probiert, schmeckt schon ganz lecker. Es ist eine Tomate mehr drin, also insgesamt jetzt 2 Tomaten. Ansonsten ist das Rezept so wie vorhin gesagt. Wir schauen einfach mal, wie es schmeckt, wenn es fertig ist. Ich habe jetzt alles eine halbe Stunde schmoren lassen. Das Ergebnis sieht man hier. Also es ist keine 5-Minuten-Terrine, man muss es wirklich lange, lange, lange schmoren lassen. Hier sind die Kochbananen. Ich habe es jetzt schon mal probiert. Ich würde sagen, man braucht die nicht unbedingt. Es geht ganz gut ohne, also ganz ohne restliches Rezept kochen. Es müsste auch ganz gut gehen, die Kochbananen durch neue Kartoffeln zu ersetzen. Ungefähr 3 bis 4 neue Kartoffeln je nach Größe pro Kochbanane. Mahlzeit.